Ja, ein herzliches Hallo, Helga hier. Heute nach langer Zeit, für mich langer Zeit, wieder mit einem Video. Ich wollte mich ja viel, viel früher melden, hatte es ja angekündigt, doch dann hat mich eine etwas länger andauernde Erkrankung, Erkältung, Bronchitis fast schon in die Richtung ausgenockt und ich konnte einfach auch lange Zeit nicht wirklich lange reden. Ich musste meinen Alltag bewältigen und meine Arbeit und dann ging also Video machen nicht auch noch. Das heißt, heute erstmal herzlich willkommen im neuen Jahr. Ein wunderschönes neues Jahr noch für alle, die das noch nicht von mir gehört haben. Heute ist der 11. Januar und ich möchte ein bisschen was zum Thema Seelenpartner, Dualseelen noch einmal erzählen. Ich mache ja ganz, ganz viel Beratung inzwischen. Das ist fast mein Hauptaufgabengebiet geworden. Nicht, weil ich es wollte, sondern weil es einfach so gemacht wurde von oben. Also ich wurde einfach dahin verwiesen, das zu machen, durch meine eigene Erfahrung im Bereich Seelenpartnerbeziehungen, in meinen eigenen Beratungserfahrungen, die über viele Jahre jetzt auch schon gehen. Und was ich da immer wieder an Fragen bekomme, möchte ich einfach mal darauf eingehen. Das eine war heute Morgen zum Beispiel eine Frage, ja, wie ist denn das, warst du mit deinem Seelenpartner, deiner Dualseele von Anfang an auf einer gleichen Wellenlänge, was die Spiritualität angeht? Ja, eindeutig, das war ich. Wir haben es auch über die Arbeit kennengelernt im Endeffekt, über unsere gemeinsamen Fähigkeiten, die wir haben. Er hat irgendwo gearbeitet, ich bin da hinzugeführt worden vom Universum und dann haben wir uns das erste Mal vor Jahren gesehen, aber da kamen wir noch nicht als Paar zusammen, sondern eher mal als Freunde. Das war der Anfang damals, 2010. Erst 2 Jahre später wurde es dann ja wirklich gefügt dann. Wenn es bei dir jetzt nicht der Fall ist, dass du das Gefühl hast, dass du eigentlich spirituell auf dem Weg bist, aber deine Seelenpartner, deine Dualseele nicht, dann mach dir deswegen nicht irgendwelche großen Gedanken. Oft ist es so, dass du, der du den Weg gehst, vorausgehst, auch schon deine Spiritualität leben kannst, während dein Seelenpartner, deine Seelenpartnerin durch ihre Lebensumstände, das, was sie bisher erlebt hat, gar nicht fähig war, das zu tun. Das heißt nicht, wenn sie es nicht lebt, dass nicht auch sie oder er sehr, sehr spirituell ist. Das heißt nur, momentan lebt das nicht oder lebt sie es nicht. Das heißt, achte jetzt weniger darauf, ob der, die Seelenpartnerin das schon kann und tut und macht oder ob sie auf einem ganz anderen Level anscheinend ist, vom Verstand, bringt nichts. Erkenne an, dass du es halt bist und geh weiter. Du hast ja eh die Führung, wenn du hier das Video anschaust. Und dann heißt es für dich einfach, mach weiter, lass dich nicht beirren. Und alles, was in die Richtung geht von Bewerten, ist er weit genug, ist sie weit genug, kannst du es überhaupt, mit ihr auf gleicher Wellenlänge reden, sprechen. Solange du nicht wirklich mit demjenigen oder derjenigen Kontakt hast und es wirklich selber erfahren kannst und erkennen kannst, wo derjenige, diejenige steht, ist alles andere reine Spekulation vom Verstand und bringt gar nichts. Also Zeitverschwendung, lass es bleiben. Die nächste Frage, die wieder mal kommt, ist, wie soll ich mich verhalten, wenn der Seelenpartner sich sehr zurückzieht? Soll ich mich melden? Das lieber bleiben lassen? Bringt es was, wenn ich mich, bin ich dann aufdringlich oder auch ganz, ganz individuell. Das lässt sich auch wieder nicht über einen Kamm scheren, wie alles natürlich nicht. Darum mache ich auch generell, wenn ich ein Video mache, immer nur allgemein die Fragen immer wieder mal individuell. Heißt es einfach, wenn du wirklich genau deinen Fall mit mir besprechen willst, wie es bei dir ist, wie du weiterzugehen hast, dann heißt es einfach, ist einfach nur im 1:1 Beratungsgespräch. Also andere bringt nichts, weil es sind allgemeine Ratschläge, allgemeine Hinweise, die ich da geben kann, allgemeine Tipps. Mehr geht gar nicht in so einem Video. Also allgemein gesagt heißt es, es kommt auch ganz darauf an, wie du dich fühlst. Wenn du spürst, dass du, wenn du dich meldest, Erwartungen an dein Gegenüber hast, also angenommen, du würdest dich jetzt gerne melden, gerade zum Neujahr hin, Neujahrsgrüßen, bist dir aber nicht sicher und wenn du aber eigentlich reinspürst, hast du das Gefühl, wenn ich es mache, dann erwarte ich auf alle Fälle eine Rückmeldung. Wenn du das auf alle Fälle erwartest, dann lass es besser bleiben, weil du wirst enttäuscht werden, es wird nichts kommen. Das heißt, wenn du in Erwartung schreibst, kommt nichts zurück oder so gut wie nichts. Lass es besser bleiben. Wenn du es jedoch schreibst, weil du einfach dein Gefühl ausdrücken möchtest, weil du danach einfach das Gespür hast, du möchtest ihm jetzt oder ihr einfach die Grüße zukommen lassen, weil es dir ein Herzensbedürfnis ist, von der Liebe aus, vom Gefühl raus, einfach von deinem Herzen raus, dann mache ich es. Aber solange der leise Zweifel mitschwingt, du machst es, weil du was erwartest, würde ich es nicht tun, bringt nicht viel.
außer für dich Enttäuschung und wieder das Gefühl, du kommst überhaupt gar nicht weiter, weil das ist dann meistens die Reaktion drauf. Das nächste, was immer wieder auch mal kommt, ist, ich bekomme dann mit, dass die Frau sagt, meistens sind es die Frauen, ja, der Mann müsste jetzt aber bitte mal auf mich zukommen. Ich will als Frau hofiert werden, umworben werden. Ich will, dass der Mann das macht. Auch da kann ich nur sagen, ich kann dich nur sagen, es wird nicht passieren, dass der Mann das macht, wenn du die Aufgabe hast, es zu tun. Da kannst du warten, bis du sozusagen die Lust dran verlierst oder unglücklich wirst. Da kannst du Jahre warten teilweise. Wenn du die Aufgabe hast, dich zu melden, die Führung in die Hand zu nehmen als Frau. Und zugegeben, wir sind doch längst aus diesem Zeitalter raus, dass der Mann alles zu machen hat. Das ist doch heutzutage, jede Frau arbeitet, jede Frau ist emanzipiert oder will emanzipiert sein, hauptsächlich in unseren besten lebenden Kulturkreisen. Da gilt es auch, diesen alten Glaubenssatz, der Mann muss, über Bord zu werfen und sagen, wisst ihr was, also alter Zopf, schneide ich ab. Wenn du Kontakt willst und es geht nicht voran und du spürst, dass es richtig wäre, dass ein Kontakt eigentlich sein müsste, um voranzukommen und du spürst, dass du das auch tun solltest, dann warte nicht, bis der Mann etwas tut. Liebe, du Liebe, dann bringt's nichts. Dann wartest du ewig und wirst immer unglücklicher und immer verzweifelter und denkst, es wird nichts mehr. Und dann kommst du immer mehr in den Gedankenkreislauf rein, in deinen Gedankenkonstrukt, was Ego auch heißt, in dein Verstand, das sagt, ja, wenn er mich lieben würde, würde er sich doch bei mir melden. Ja, typische Aussage, die ich ganz oft höre, wo ich dann immer lächle und sage, ja, meinst du, ist es wirklich so? Oder ist es dann reiner Verstand, deine Programmierung, mit der du als Mädchen programmiert wurdest, gerade wenn du aus der älteren Generation noch bist, so über 40, 50 womöglich oder noch älter, heißt es dann, dass das ein alter Glaubenssatz deiner Eltern ist, den du dir angezogen hast, den du dir übernommen hast. Also auch da bitte genau reinspüren, was ist sinnvoll, was ist richtig, was fühlt sich gut an. Und wenn du an diese Begrenzung stößt, dass du erwartest, dass es eben der Mann zu machen hat, dann frage dich, inwieweit ist es überhaupt dir gemäß und noch überhaupt zeitgemäß in heutiger Zeit, wo die Frauen doch so viel selbstständiger sind und so viel mehr authentischer sind und das leben, was sie wirklich wollen und sich nichts mehr sagen lassen. Und gerade in diesen Seelenpartnergeschichten, in diesen Dualseelenbeziehungen, ist ganz, ganz häufig die Frau ein ganzes Stück weiter und darf deswegen auch die Führung nehmen und behalten. Ja, das war so den Fragen, die so gerade auf mich zukamen und die ich mal eben mal ganz kurz erläutern wollte. Ansonsten gibt es gar nicht so viel zu sagen. Also ich bin gut auf dem Weg, ich komme sehr gut voran in jeder Hinsicht. Und auch ich habe noch meine Höhen und Tiefen in gewissen Weisen, weil manchmal kommt auch bei mir noch was hoch, was ich mir anschauen darf, wie gestern zum Beispiel. Das nehme ich dann einfach an und schaue es mir an und lasse wieder los und gehe dann den Weg weiter. Auch das ist wichtig, wenn mal ein Tiefpunkt kommt, so ein kleines Abstürzchen in die alten Lasten rein, die alte Programmierung, dann schaue es dir an und sage, okay, da ist halt noch was, ich schaue es mir an, ich transformiere es in Liebe und ins Loslassen und ins Annehmen vor allem und dann geht's weiter. Das heißt, hinfallen, aufstehen, weitermachen. In dem Sinne, eine wunderschöne Zeit. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr mich gerne kontaktieren, entweder über meine Facebook-Seite natürlich, lotuszentrum.com, ist auch eine Webseite von mir, www.lotuszentrum.com, oder über meine Telefonnummern oder auch immer über meine Lines, die ich erreichbar bin, über Questico bin ich erreichbar. Also ihr habt viele Möglichkeiten, mich zu erreichen, wenn ihr persönlich eine Beratung wollt und braucht, kurz im Zeitpunkt. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen, lasst es dir gut gehen, genießt die Zeit und kommt gut weiter auf deinem Weg voran. Alles Liebe und bis bald. Tschüss.